Lebensmittel im Juli 2011. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, denn die Schützengesellschaft von Hankensbüttel und Isenhagen von 1661 e.V. feiert ihr 350-jähriges Schützenjubiläum. Wir laden Sie ein zu einer Rundreise durch Hankensbüttel und hoffen, damit Geschmack auf mehr Ihnen bereitet zu haben. 350 Jahre Schützengesellschaft Hankensbüttel. Das heißt auch, dass das Schützenwesen in Hankensbüttel die Dorfgemeinschaft 350 Jahre lang begleitet hat und damit auch ein Stück weit geprägt. Der Parademarsch, der in diesem Jahr am 1.7. um 12 Uhr im Herzen Hankensbüttel stattfindet, findet begeisterte Zuschauer aus nah und fern. Der Parademarsch ist nur eines der Highlights unseres diesjährigen Schützenfestes. Nur wenige Schützengesellschaften können einen Kaiser als ihren Schützenkönig benennen. So war 1875 König Wilhelm I. von Preußen und gleichzeitig deutscher Kaiser Majestät in Hankensbüttel. Kameradschaftspflege wird ganz groß geschrieben. Und was könnte man einem so schönen sommerlichen Samstag anderes tun, als einen befreundeten Schützenverein mit einer Abordnung zu besuchen? In der Ortsmitte wird sich gesammelt. Alle, die Lust haben, mitzukommen, sind mit dabei. Und dann wird abgefahren zum Schützenfest, in diesem Fall nach Emmen. Tradition und Moderne hatten in Hankensbüttel schon immer einen sehr hohen Stellenwert.
So kann im Jahr 2012 auch auf ein 225-jähriges Bestehen des Kinderschützenfestes zurückgeblickt werden. Ein eigenes Kinderschützenfest-Team organisiert dieses Fest für die junge Bevölkerung. Das Organisationsteam des 350-jährigen Hankensbüttler Schützenfestes hat sich viele Gedanken gemacht, um auf dieses Fest aufmerksam zu machen. So sehen Sie hier eines von insgesamt 7 Schaufenstern mit Puppen. Und hier befinden wir uns leider nicht auf einer der Liegewiesen unseres wunderschönen Waldbades, sondern wir befinden uns an dem Platz, an dem am Dienstag, den 28.06. gegen 22 Uhr die Serenade mit großem Zapfenstreich zelebriert wird. Wir befinden uns hier bei der diesjährigen Majestät, Hinrich dem Bauschulzen. Ich habe gehört, da soll heute irgendwas passieren. Da gucken wir jetzt mal hin. Habe ich's mir doch gedacht. Was Sie jetzt sehen, bekommt nicht jeder zu sehen. Das ist das legendäre Ketteputzen seiner Majestät. Da gehen wir mal näher ran. Hallo Majestät! Oh, Hinrich der Bauschulze! Was macht ihr denn hier? Ketteputzen. Ja, nee, ist klar. Man macht immer Kontrolle, das ist ja wieder nicht am Bühne. Ja. Hier mein Tagesschild, das haben wir so schön hin. Das sieht ja aus wie neu. Ja, da war ich gar nicht mehr belohnt. Nee, eben. Das ist die Ausgehkette. Das ist die Ausgehkette. Die hätte man jetzt gerne mal einmal dem Publikum gezeigt. Aber wir, deine Mann, sind zu langsam. Dankeschön. Unverhofft kommt oft, da wird mir doch heute noch die Ehre zuteil, auf Majestät und euer Ketteputzen das Horridor anzustimmen. Bitte euch mal auf die Läufe. Im Vorfeld der guten Bewirtung bei Majestät auf euer Ketteputzen ein dreifach kräftig donnerndes Horridor! Ja! Horridor! Ja! Horridor! Ja! Ussa! 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 Sa! 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 Vielen Dank und Prost! Hallo Christian, ich begrüße dich hier in unserem schönen Schützenanwesen, auch Vitorn genannt. Du bist ja nun seit kurzer Zeit unser neuer Präsident und hast die Vorbereitungen zum Festjahr schon ein sehr großes Stück weit begleiten dürfen. Was macht aus deiner Sicht unsere Gemeinschaft in der Schützengesellschaft aus?
Nun, wir sind stolz, dass wir immer wieder genügend Mitglieder in unseren Reihen haben, die sich für unseren Verein und vor allen Dingen unser Viton engagieren und auch einsetzen. Die haben sich mit viel Liebe darum gekümmert, dass diese Tradition und dieses Schützenhaus auch weiter ausgebaut und auch erhalten bleiben wird. Beim Kinderschützenfest, beim Schwarzen, beim Grünen Chor, im Musik- und im Spielmannszug und in der Skisportgruppe. Überall ist Jung und Alt dabei und soll diese Leidenschaft erleben und auch weiterentwickeln. Thema Jugend, Jugendarbeit. Wie wird denn die Jugend in dieses Schützenfest oder auch in das Schützenwesen integriert? Nun ja, beim Kinderschützenfest geht es mit den Jüngsten los. In diesem Jahr feiern wir bereits zum 224. Mal unser Kinderschützenfest. Dabei steht Spaß und Freude immer im Vordergrund und da werden Freundschaften geschlossen, die auch über Schule und Verein hinaus Bestand haben werden. Die Jungschützen und auch die Musiker betreiben natürlich auch sehr viel aktive Nachwuchsarbeit. In diesem Jahr wird es sogar eine Zeltdisco geben. Das gab es ja noch nie. Wie kann ich mir das genau vorstellen mit der Zeltdisco? Gut, wir erwarten über unsere in der Woche eine ganze Menge an Gästen und deswegen haben wir gesagt, weil die Kapazitäten in unserem Viton nicht ausreichen, dass wir uns noch ein Zelt aufbauen werden. Und dann haben wir gedacht, wenn das Zelt schon dasteht, dann werden wir auch eine ganz zünftige Zeltdisco feiern mit The Mates, die dann ordentlich einheizen werden und, naja, ich hoffe, bis früh in den Morgen irgendeine Party machen werden. Unser Viton, das ganze Anwesen und die vielen Aktivitäten im Jahr bedeuten auch sicherlich eine Vielzahl an ehrenamtlicher Arbeit hier in der Schützengesellschaft. Wie schafft man es da, immer wieder Mitglieder zu finden, die motiviert sind und mitzupacken? Ja, hier ist es dem besonderen Einsatz und der Leidenschaft vieler einzelner Mitglieder halt zu verdanken, dass das alles erhalten werden kann. Dass diese Tradition einfach nicht verstaubten Regularien unterworfen wird und dass sie immer wieder den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden und sich auch dynamisch weiterentwickeln. Dem Festausschuss, so habe ich gehört, ist es gelungen, eine ganz besondere Persönlichkeit als Schirmherr für dieses Schützenjubiläum zu gewinnen. Kannst du uns verraten, wer der Schirmherr sein wird? Ja, das ist kein geringerer als unser Ministerpräsident David McAllister. Und obwohl in unserer Jubiläumswoche die Plenarwoche ist in Hannover, haben sie es trotzdem geschafft, in dem Fall der Innenminister Herr Schünemann, zuzusagen für unseren Kommerzabend und unsere Feierlichkeiten, dass er kommen wird und uns ja mit seiner Anwesenheit beglückt und auch ja zeigt, dass er mit dem Sport und auch dem Schießsport, dem Schützenwesen verbunden ist. Das freut uns ganz außerordentlich. Christian, vielen Dank für deine Ausführungen. Gibt es zum Schluss noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Ja. Zu unseren Jubiläumsfeierlichkeiten vom 28. Juni bis zum 3. Juli sind Sie herzlich eingeladen. Kommen Sie am Dienstag und erleben Sie den Zapfenstreich mit eigenen Musikern und Schützen aus unseren Reihen. Kommen Sie am Samstagmittag zu unserem traditionellen Pfifferlingsessen hier auf dem Viethorn. Kommen Sie natürlich am Samstagabend, wenn The Mates hier ordentlich Einheits- und Party und Stimmung macht. Und kommen Sie natürlich am Sonntag zu unserem großen Festumzug nach Hankensbüttel, aus dem wir Gäste aus nah und fern erwarten. Ich würde mich freuen, Sie und euch hier in Hankensbüttel begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.